Zu Gast bei René Meier. Als Mutter und Theologin setzt sich Deborah Sommer gerne mit verschiedenen Frauenrollen auseinander. Ich forsche gerne in der Bibel und in der Kirchengeschichte, um herauszufinden, was Frauen schon alles bewegt haben. Ich begrüße Sie zur Muttertagssendung von «Fenster zum Sonntag». Heute dreht sich bei uns natürlich alles um das Thema Mutter und Frau. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat man das traditionelle Rollenbild der Frau mit 3 K können definieren. Kinder, Küche, Kirche. Mit der Zeit ist dann Kirche durch Karriere ersetzt worden und wir ersetzen in dieser Sendung Kirche durch Kanzel ersetzen. Kinder, Küche, Kanzel heisst dieses Thema. Zur Sendung begrüße ich ganz herzlich Deborah Sommer. Sie ist Theologin und steht als Theologin ab und zu auf der Kanzel. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit der Rolle der Frau in der Bibel und in der Kirchengeschichte. Sie ist verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Ganz herzlich willkommen. Danke vielmals. Während Ihrem Theologiestudium haben Sie geheiratet und während der Abschlussprüfungen sind Sie schwanger geworden. Warum haben Sie so früh schon Mutter werden? Also eigentlich war es gar nicht früh gewesen. Wir hätten das noch früher uns vorstellen können. Wir haben aber bewusst gesagt, wir warten noch, weil es mir auch wichtig war und mein Mann auch, dass ich meine Ausbildung fertig machen kann. Aber hat Sie das nicht ein bisschen mögen, dass Sie dann schon gleich mal ein Kind hatten, das ja viel Aufmerksamkeit natürlich braucht und Sie durch das nicht mehr so Energie hatten für die theologische Arbeit? Das war ein ganz grosser Wunsch von uns. Wir haben immer gewusst, als wir uns gelernt haben, wir wünschen uns Kind. Und ich habe das eigentlich gar nicht unbedingt verknüpft, gerade am Anfang, dass ich dachte, oh, jetzt kommt das Kind, jetzt habe ich keine Zeit mehr für mich. Ja, wir haben uns einfach riesig gefreut. Was ist denn für Sie heute das Schönste am Muttersein? Sie haben ja inzwischen dann noch ein 2. Kind bekommen, eine Tochter. Was freut Sie ganz besonders am Muttersein? Es ist einfach ein Geschenk. Also, es wird mir heute immer wieder bewusst, es ist wirklich ein Privileg. Ich staune darüber, dass Gott uns so 2 wunderbare Kinder hat geschenkt. Und ich muss mir das auch immer wieder sagen. Ich meine, es gibt ja nicht nur die schönen Seiten des Mutterseins. Es gibt aber wirklich die Momente, wo ich mir sage, schau mal, was du für einen Schatz hast. Es ist so etwas Kostbares. Das Kind kann ich nicht mit Geld zahlen. Ich kann dir nicht kaufen. Das ist so viel wertvoller. Ja, und sie geben mir auch so viel. Also sie haben mir einen Spiegel vor, ich lehre an ihnen und gehe mit ihnen einen Weg. Und das ist eine grosse Aufgabe, aber auch wirklich ein riesiges Geschenk. Sagen Sie uns doch ein paar Sätze zu Ihren beiden Kindern, dass man noch so ein bisschen die beiden ein bisschen spürt und was Sie besonders schätzen an Ihren beiden Kindern. Ja, ich habe den Ruben, das ist der Älter, er ist 8. Ganz aufgeweckter, lebendiger Bub. Ich schätze an ihm, wie er sich mitteilen kann, auch seine Emotionen. Und ja, da gehen wir einen Weg miteinander, probieren hier einen Weg zu finden. Er ist ein ganz toller Bub. Und Dina, die ist 6, das ist unser Sonnenschein. Also schon immer gewesen. Sie steht auf am Morgen, sie lacht einmal und ist fröhlich. Ja, und bringt wirklich viel Freude und Farbe in unser Leben. Gibt es denn auch Phasen in Ihrem Leben, wo Sie so ein bisschen an die Grenzen kommen als Mutter? Jetzt ganz besonders auch im Umgang mit den Kindern. Also ich würde sagen, es ist eine permanente Grenzerfahrung. Das ist so die schöne Seite, dass ich mir bewusst mache, wie wertvoll, wie kostbar das Schöne daran. Aber ganz häufig im Alltag bin ich wirklich in einer Grenzsituation, wo ich auch wirklich an meine persönlichen Grenzen stoße, wo ich merke, ich kann nicht einfach die Mutter sein, die ich ihnen gerne wäre. Also, wie werden die Mutter? Ja, oder was ist denn die wäre so geduldig und wäre immer so gelassen und ausgeglichen und lieb und fröhlich. Und da merke ich, ich bin halt mitten im Alltag. Und natürlich auch manchmal so das Gefühl, das Ganze überfordert mich. Also die grosse Verantwortung, die ich habe, so 2 Kinder zu begleiten, irgendwie, ich schaffe das gar nicht. Was ist denn die Verantwortung, die Sie besonders spüren? Was fühlen Sie als Verantwortung? Oder wo fühlen Sie sich verantwortlich? Ich sehe, was Sie ausgesetzt sind den ganzen Tag, die Einflüsse, die kommen, und merke, wie schwierig das es auch ist für Sie, den Weg zu finden. Und man will Ihnen gerne alles abnehmen und irgendwo sieht, manchmal auch, wie Sie leiden, wie Sie schwierige Sachen müssen erleben müssen und merkt gleich, es ist meine Aufgabe, dass ich nebendran stehe, dass ich Sie loslasse und dass ich Sie einfach so gut, wie ich kann, unterstützen, dass Sie können glückliche Menschen werden. Aber als Sie sie manchmal auch loslassen und eben nicht schützen können, das ist offenbar eine Herausforderung, die Sie stark spüren. Das ist eine grosse Herausforderung. Oder auch, wo ist es jetzt wirklich an mir als Mutter, wo soll ich etwas sagen, wo ist es daran, dass ich sie einfach machen lasse? Das ist so wirklich ein Herausgespüren, was brauchen sie und was ist was nicht. Trotz den Kind und trotz der Begeisterung, die man jetzt gespürt von Ihnen für die beiden Kinder und auch für das Muttersein, haben Sie gesagt, dass Sie das Muttersein allein nicht ganz ausfüllen.
Was meinen Sie mit dem? An und für sich würde das Muttersein einem total ausfüllen. Also rein vom Zeitaufwand, vom Kräfteaufwand her kann ich wirklich sagen, das ist ein Vollzeitjob. Das ist mir absolut ausgefüllt. Ich habe einfach bei mir in meinem Leben gemerkt, Gott hat Sachen in mein Leben hineingelegt. Ich habe wirklich davon aus, er hat einen Plan für mein Leben. Ich habe Theologie studiert. Ich habe das auch so gespürt, dass ich diesen Weg gehen muss. Und dann kommt eben das mit der Familie. Und es war schon zuerst wirklich der Gedanke, ja, ist jetzt das einfach mein Lebensumfeld für die nächsten Jahre? Und irgendwo bin ich in eine recht schwierige Phase gekommen, wo ich auch unzufrieden wurde, weil ich das Gefühl hatte, es sind Sachen in mir drin, die ich jetzt einfach in diesem kleinen Kern der Familie nicht so entfalten und leben kann. Und wo ich nachher wie mit mir anfangen ringen, was soll ich jetzt das? Also muss ich mich verändern? Muss ich irgendwo die Bedürfnisse zurückstellen oder absterben? Ist das mein Weg? Oder wie geht das weiter? Was sind denn das für Bedürfnisse, die Sie jetzt vorreden? Also ich habe einfach gemerkt, ich habe Sachen in mir drin. Ich habe mal in meinem Tagebuch so geschrieben, ich habe so wie meine Gaben kommen mir vor wie Vögel, wie im Moment in einem Käfig sind. Also wie darauf warten, dass das Türchen aufgeht, dass sie raus können, sich entfalten. Sei es, ja, Sachen, die ich leidenschaftlich gerne mache, eben wie schreiben, theologisch forschen oder Musik ist auch so etwas, oder Lehren, Sachen weitergeben. Wo ich wie gemerkt habe, einen Teil kann ich natürlich schon in die Familie einbringen. Aber mein Herz schlägt irgendwie noch für mich. Ich hatte das Gefühl, da sind noch so viele Sachen in mir drin, wo ich wie nicht weiss, wie kann ich mit dem weitergehen. Wenn Sie das so schildern, dann spürt man so eine Spannung raus. Oder? Einerseits ist die Familie da, Kind, wo Sie sagen, das wäre ja eigentlich eine Vollzeitaufgabe. Genau. Auf der anderen Seite die eingesperrten Vögel. Und das bringt Ihnen eine Spannung rein. Wie sind Sie denn mit dem umgegangen? Das war wirklich eine ganz grosse Spannung. Und das war eine schwierige Zeit für uns, auch als Ehepaar, als Familie. Also am schlimmsten war es eigentlich, als das zweite Kind schon auf der Welt war. Und mein Mann hat das so mitverfolgt und hat dann einmal gesagt, «Los, nimm du dir ein Wochenende Zeit, geh du in eine Zeit der Stille und überleg du dir wirklich, wie soll das weitergehen.» Und das ist für mich ganz, ganz ein wichtiges Wochenende geworden. Wo ich einfach mal mein ganzes Leben so ein bisschen hingelegt, ausbreitet. Wo ich auch wie gemerkt habe, nebst dem Muttersein, Ehefrau sein, bin ich ja einfach auch Frau. Also ich merke, ich muss ja für mich auch wie einen Weg weitergehen. Und ich habe dann an diesem Wochenende auch so ein bisschen wie probiert, wirklich mein Lebensherz zu spüren. Also wie zu merken, hat dort noch mehr Platz als Familie. Und habe für mich dann wirklich gespürt, es muss in meinem Leben für mehr Platz haben, sonst bin ich nicht ausgeglichen. Sonst bin ich irgendwo viel zu einseitig und dann leidet auch meine Familie darunter, meine Kinder. Und dann sind Sie heimgekommen und haben Ihrem Mann gesagt, so, jetzt wollte ich mehr Freiraum, meine Vögel fliegen. Ich meine, das hat jetzt ja mit ihm auch zu tun. Wie ist denn das weitergegangen? Also er hat schon sehr fest die Freude gehabt, dass ich überhaupt ermutigt bin heimgekommen und dass ich gesagt habe, ja, ich habe dann wirklich auch an diesem Wochenende meine Unzufriedenheit bewusst abgeben. Das muss ich vielleicht auch noch sagen. Also das ist natürlich das, was schwierig war für uns. Dass ich gesagt habe, ich will wirklich ein Ja haben für die ganze Situation, wie sie ist, für meine Kinder, für unser Leben, so wie sie jetzt gerade ist. Und habe dann wirklich gesagt, auf diesem Boden will ich einfach probieren, in meinem Lebensherz, auch das, was außerhalb der Familie Sachen, wo ich merke, die sind wichtig für mich, dass ich probiere, wenn ich Gelegenheit habe, wenn sich mir die Möglichkeit bietet, dort dran zu bleiben und mich weiterzuentwickeln. Und mein Mann hat sehr Freude gehabt, er hat das sehr begrüßt und gesagt, ich werde dich unterstützen und gang du diesen Weg. Und wie sieht die Unterstützung konkret aus? Die ist in erster Linie ist das eine mentale Unterstützung seit Jahren. Wirklich, dass er mir den Rücken stärkt und sagt, du, ich finde das so gut, wenn du dranbleibst. Er sagt, ich sehe, dass Gott Sachen in dich hineinlegt und ich wünsche mir, dass du das kannst entfalten. Und dann aber auch ganz praktisch, also, dass er frei nimmt und auch mal zu den Kindern schaut, dass er wirklich auch mit mir überlegt, wie könnte man das vielleicht auch später gestalten. Also da sind wir immer wirklich in einem Austausch und in einem Gespräch miteinander. Ich möchte noch mal zurückspulen, noch mal ganz zum Anfang zur Frage, Sie haben Theologie studiert. Mhm. Warum eigentlich gerade Theologie? Das ist eigentlich etwas, das ich so zuerst gar nicht wollte. Ich hatte immer den Gedanken, ich möchte Primarlehrerin werden. Und ich habe dann aber wirklich schon gleich so in meiner Teenagerzeit eine ganz klare Entscheidung getroffen, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Und ich bin davon ausgegangen, einfach gemerkt,
er soll auch dürfen Regie führen in meinem Leben und mich führen. Und ich habe ihn dann ganz konkret auch mit einbezogen in dem. Und er hat auf ganz spezielle Art und Weise habe ich gemerkt, er möchte seine Theologie studieren. Sagen Sie uns einen Satz, wie Sie das gemerkt haben? Also, ja, das ist schwierig. Ja, das ist nicht ein Prozess, das ist so, ich weiss. Er hat andere, sagen Sie sind zwei, drei Sätze, aber ein bisschen genau. Kraft einfach. Er hat auch andere Menschen dazu gebraucht. Ich habe plötzlich von einem Tag auf einen anderen kein Ziel mehr gehabt. Mein Ziel war ja wirklich immer, Primarlehrerin zu werden. Und das war weg von einem Tag auf einen anderen. Und dann bin ich gerade in ein Lager und hatte dort ein Gespräch mit einer Leiterin. Sie hat mich gefragt, was möchtest du werden? Und ich habe gesagt, ich möchte Primarlehrerin werden, ohne jeglichen Zweifel. Und die ist am nächsten Tag zu mir gekommen und hat gesagt, bist du dir ganz sicher, dass du das möchtest werden? Und dann habe ich gesagt, nein, überhaupt nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, das habe sie so beschäftigt, sie habe die ganze Nacht nicht können schlafen und sie habe einfach das Gefühl, das sei nicht das Richtige für mich. Und so sind wir in Gespräche gekommen, ganz wichtige Gespräche für mich und sind nachher am Schluss Richtung Theologiestudium gekommen und ich habe mich zuerst ganz fest gewehrt dagegen und habe genau gewusst, das ist es. Das ist mein Weg, den muss ich gehen. Da ist wie etwas erwacht, das offenbar ganz tief in ihnen genau. War, das vorher verschüttet war vielleicht vorher oder sie haben es nicht zugelassen oder wie auch immer. Ja. Wenn wir es jetzt von der Theologie haben, schauen wir doch jetzt gerade zuerst mal noch ein bisschen in die Bibel rein. Mhm. Es gibt ja viele Leute, die sagen, die Bibel ist eigentlich sehr frauenfindlich. Und das hat enorme Auswirkungen gehabt in die Kirchengeschichte, auch in die Gesellschaft in den ganzen letzten Jahrhunderten. Wie sehen Sie das? Was ist die Rolle der Frau nach der Bibel? Ich finde das sehr schade, dass man das so sieht, weil es wird der Bibel absolut nicht gerecht. Also das ist wirklich ein Punkt, wo ich immer wieder ganz neu auch berührt bin davon. Wenn wir ja die Bibel haben, dann haben wir ja viele Bücher in einem Buch, also das grosse Alte Testament und dann das Neue Testament. Und ich habe auch gerne das Thema wirklich immer im Gesamten zu sehen, also die ganze Bibel als Ganzes. Und wenn ich schon voranfange im Alten Testament, berührt mich das, wenn ich sehe, was für eine Wertschätzung die Frau dort überkommt, auch gerade im Vergleich mit anderen Kulturen zu dieser Zeit. Oder auch schon angefangen beim Schöpfungsbericht, wo wirklich deutlich wird, die Frau wird als absolut ebenbürtiges, gleichwertiges Geschöpf neben dem Mann im Bild von Gott geschaffen. Und das zieht sich durch das ganze Alte Testament. Wirklich, die Frau wird geschätzt, sie ist zentral, sie ist wichtig. Sie kann auch, was ganz speziell ist, sie darf, hat immer einen direkten Zugang zu Gott, was in anderen Kulturen undenkbar ist. Sie darf direkt vor Gott kommen, sie braucht nicht irgendeinen Mittler. Und Gott redet auch direkt zu Frauen. Manchmal über ihre Männer weg, also vielleicht sagen wir zu der Mutter des Simson, wo er ihr erscheint und sagt, schau, so und so ist es. Und Gott tut immer Frauen in Diensten ganz wichtige Aufgaben berufen, als Prophetinnen, vielleicht sagen wir Miriam, Tulda, wo zu der Hulda der König geht mit der ganzen Delegation und sie wertschätzt. Oder Deborah, die Richterin, die dann ja nicht nur religiös die höchste Instanz ist, auch geistlich oder gesellschaftlich gesehen. Mhm. Und das ist so eine grosse Wertschätzung. Oder auch gerade sagen wir, es gibt in Sprüche 31 so einen Text, der bei vielen überschrieben ist mit Lob auf die tüchtige Hausfrau. Genau, die gehört sie doch auch in die Küche. Ja, genau. Und das finde ich so einen spannenden Text, weil ich meine, wenn wir ja die Bibel in der Hand haben, wenn wir eine deutsche Bibel in der Hand haben, haben wir ja eine Übersetzung in der Hand von einem Urtext, der jetzt im Alten Testament vor allem hebräisch ist. Und das Wort Hausfrau, das steht so nicht dort. Da steht einfach Frau. Und dort, wo tüchtig steht, ist eigentlich ein Wörtchen, das auch für Krieger gebraucht wird, für starke Krieger. Man könnte auch gerade so gut sagen, das Lob auf eine starke Frau. Und wenn man dort geht, lesen, was sie macht, also sie ist Unternehmerin, wirklich unabhängig finanziell. Sie ist in der Stadt angesehen, in der Öffentlichkeit, wird von ihrem Mann und den Söhnen gelobt. Das ist so ein Bild, wo im Alten Testament vorkommt. Wirklich ganz ein ganz positives Bild von der Frau. Hat es dem Neuen Testament gekehrt, dass man zu dem Gedanken kommt, die Bibel sei frauenfindlich? Ich meine, gerade so beim Paulus wird jemand gesagt, er sei ein Frauenhasser sogar, bei ganz harten Ausdruck natürlich. Aber er hat doch ein paar Stellen, wo man so ein bisschen den Eindruck bekommen kann, weil die Frau schon ein bisschen zurückstellen. Oder auch, was hat Jesus zu der Frau gesagt? Also, wenn man
schaut jetzt vom Neuen Testament her, also gerade wenn man an das hineingeht, hat man wirklich das Gefühl, es ist irgendwo ein Bruch. Und da muss ich vielleicht noch sagen, es hat ja zwischen dem Alten und Neuen Testament sind ja ein paar hundert Jahre, wo nichts geschrieben ist. Und in dieser Zeit ist wirklich auch etwas passiert. Also gerade im Blick auf, wie man die Frauen hat angeschaut, es ist wirklich zu frauenverachtenden Tendenzen gekommen. Vielleicht durch die babylonische Gefangenschaft oder auch die Pharisäer, die dann sich gebildet haben. Und die haben die Frauen sehr verachtet, sehr gehasst. Und auf diesem Hintergrund finde ich es spannend, nachher zu schauen, was sehen wir nachher im Neuen Testament. Und gerade auf diesem Hintergrund ist besonders interessant, wie Jesus mit Frauen umgeht. Das ist sehr bewegend, weil er hat sich von Anfang an zu den Frauen gestellt, schon seine Geburt. Er ist durch Maria geboren. Oder dann, als er in den Tempel kam mit seinen Eltern, war Hanna dort, eine Prophetin, die in ihm wirklich Gottes Sohn gesehen hat und vor all diesen Männern dort gesagt hat, schaut, das ist der Erlöser. Und speziell an dem ist, weil das ist üblich war, dass wichtige Kinder öffentlich im Tempel sind, vorgestellt wurden. Schaut, das ist ein wichtiges Kind. Und das hat dort Hanna, eine Frau, dürfen für ihn machen. Und das geht so weiter bei Jesus nachher. Er hat Frauen immer ganz fest einbezogen. Er hat keine geschlechtsspezifische Verkündigung gehabt, sind immer alle eingeschlossen gewesen. Frauen sind in seinem Jüngerkreis dabei gewesen. Frauen sind die ersten Zeuginnen geworden, dann von seiner Auferstehung, wo er ihnen sogar hat gesagt, eine Frau den Auftrag gegeben, gang verzählt du den Jüngern, dass ich auferstanden bin. Also es ist absolut für diese Zeit die revolutionäre Wertschätzung der Frau. Absolut. Und wenn wir nachher weitergehen beim Paulus, knüpft er meiner Meinung nach genau dort an. Wenn man jetzt einfach den Paulus nimmt und sagt, das ist ein Frauenhasser, dann gibt es für mich eigentlich die Möglichkeit, dass man sagt, also, dass mein Gegenüber ihn gar nicht kennt, nicht wirklich weiss, was hat er sonst noch geschrieben hat und wirklich eben aufgrund von vielleicht zwei Stellen, die er rauspickt, aus dem Zusammenhang reisst und sagt, und aufgrund von dem sein Gedankengebäude errichtet. Weil ich merke bei ihm, da ist so viel Wertschätzung, genau gleich so viel Respekt Frauen gegenüber. Er hat Hand in Hand mit Frauen zusammengearbeitet. Er sagt seinem jungen Mitarbeiter Timotheus, denk an deine Lehrer. Und seine Lehrer waren seine Mutter und seine Grossmutter. Er arbeitet mit Frauen zusammen. Er sagt, ihr seid meine Mitkämpferinnen, Schwerstarbeiterinnen für das Evangelium. Oder an Phoebe denke ich zum Beispiel. Das ist eine Frau, die er Diakon nennt. Diakon von der Gemeinde in Kenchrea. Mit der männlichen Form, also nicht Diakonin. Und das hat dann auch ganz viel grösseren Spielraum gehabt, als wir als heute vielleicht denken, als Dienerin oder Helferin. Und also rundum muss ich wirklich sagen, das ist eine ganz grosse Wertschätzung auch bei ihm. Man fragt sich ja einfach, wie ist denn gekommen, dass in der Kirche insbesondere Frauen doch häufig eine untergeordnete Rolle hatten, teilweise in gewissen kirchlichen Bewegungen und Kirchen noch heute. Wenn man jetzt das so liest, wie ist denn das bei den ersten Christen gewesen, so in den ersten 2-3 Jahrhunderten, wo das Christentum so richtig Fuß gefasst hat? Im Grunde genommen ist dort von meiner Sicht her genauso die absolute Gleichwertigkeit. Also wirklich ein Hand in Hand von Mann und Frau, dort, wo das anfängt. Und dann merkt man aber relativ gleich, dass da irgendein Gedankengut, Strömungen reinkommen. Es wird relativ schnell eine männliche Geschichtsschreibung auch. Dass man merkt, da wird irgendwo haben wichtige Leute grossen Einfluss auch in Bezug auf Gedanken über die Frau, auch auf sehr viel Frauenfindlichkeit kommt rein. Frauenverachtung oder dass man auch gewisse Stellen nachher einfach wirklich rausreisst und sagt, als wie ein Plakat auf die Frau, so musst du sein, den Zusammenhang, den schauen wir nicht an. Und dort kommt schon, also am Anfang staunet man eigentlich darüber, wie viele Frauen dort aktiv sind und es ist ganz selbstverständlich. Es ist ganz selbstverständlich, dass Frauen Seite an Seite mit Männern aktiv sind. Und doch hat es diesen Bruch gegeben. Sie haben davon geredet, im Laufe der Jahrhunderte ist das immer mehr so ein bisschen, eben, frauenfindlich geworden, wenn man es jetzt mal ein bisschen plakativ sagen. Hat es die auch so Gegenbewegungen gegeben im Laufe der Kirchengeschichte, wo man wieder probiert hat, das ursprüngliche Frauenrollenbild herzustellen? Das hat es permanent gegeben. Also, und da muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln über Leute, die wie sagen, jetzt so, dass Frauen heute reden wollen, das ist so eine neumodische Erscheinung. Jetzt haben sie sich doch 2000 Jahre still gehabt. Warum jetzt das? Das hat es immer gegeben. Man muss sie einfach ein bisschen suchen. Weil die sind
viel, also was Frauen gemacht haben, wird leider ganz viel verschwiegen oder an Rand gedrängt, gerade in diesen Büchern. Tun Sie uns doch wenigstens 2-3 Spotlights geben, nur ganz knapp. Wo könnte man denn so Gegenbewegungen entdecken? Also jetzt vielleicht eine der frühen Gegenbewegungen. Das war die Waldenser-Bewegung. Also vielleicht muss ich noch kurz sagen, zuerst war es ganz üblich, man hat Diakoninnen gekannt, weibliche Diakonen, die viele Aufgaben übernommen haben, wo dann plötzlich eine Synode im Westen hat gesagt, so um 400, ab jetzt dürfen wir keine weiblichen Diakonen mehr einsetzen. Und dann ist nachher, ein paar Jahrhunderte später, zum Beispiel die Waldenser-Bewegung gekommen. Die haben gesagt, wir wollen zurück zum Ursprünglichen, wir wollen wieder so wie die ersten Christen miteinander Hand in Hand vorangehen, die Frauen Seite an Seite mit den Männern, die predigt haben. Und das ist nachher später als Ketzerei verdammt worden. Und da sind aber auch weiter nachher sind Frauen aufgestanden, immer wieder, auch sagen wir in der Reformationszeit, Katharina Zell, die Seite an Seite mit den Reformatoren als Reformatorin gekämpft hat, gewirkt hat, theologische Schriften geschrieben hat und so weiter. Also wir finden da so viele ganz wichtige Frauen. Eine von diesen herausragenden Frauen ist ja auch Juliane Krüdener. Sie machen eine Doktorarbeit über diese Frau. Sagen Sie uns doch 2-3 Sätze, was Sie an dieser Frau so fasziniert, dass Sie jetzt so viel Zeit in diese Person investieren. Also faszinieren tut sie mich vor allem, weil sie so eine außerordentliche Frau ist, die sehr aktiv war, auch im Schweizer Kontext. Und dass sie niemand kennt, das ist etwas, das mich stutzig macht, wo ich muss sagen, wo ich selber denke, wenn sie ein Mann wäre, einen Namen an, würde sie glaube ich, fast jeden Zweiten kennen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich vor dem Gespräch das auch nicht gewusst habe, wer die Frau ist und dass es sie überhaupt gegeben hat. Genau. Also sie kommt eigentlich aus dem baltischen Kontext und hat zuerst ein Leben ganz ohne Gott gelebt. Sie ist auch berühmt worden als Schriftstellerin. Und dann hat sie so eine Lebenswende erlebt. Und ab dann hat sie wirklich ihr Leben ganz fest auf Gott ausrichten. Sie ist persönliche Beraterin vom Zar Alexander, dem Ersten geworden von Russland. Hat grossen Einfluss genommen auf das Dokument von der Heiligen Allianz 1815 im Wiener Kongress. Und einfach so ganz viel. Nachher ist sie in die Schweiz gekommen, in diesen Hungerjahren. Und hat natürlich sehr polarisiert, weil sie hat das gängige Frauenbild total über den Haufen gerührt. Und sie ist vertrieben worden. Auch die Geistlichkeit ist sehr in Aufruhr gekommen. Man hat sich müssen mit ihnen auseinandersetzen. Ein paar haben sie fast wollen zu einer Heiligen machen und andere haben gesagt, also, das ist gar nicht die Frau. Und das finde ich spannend, dem ein bisschen auf den Grund zu gehen und einfach generell auch zu schauen, was für eine wichtige Rolle Frauen gespielt haben. Durch die ganze Kirchengeschichte. Jetzt haben wir ja heute nicht nur Muttertag, wir haben auch Pfingsten. Und Sie sagen, ab Pfingsten hat Gott die Gleichstellung von Mann und Frau bestätigt. Wie meinen Sie das? Das Pfingsterlebnis, das war etwas ganz Spezielles. Also, wo wirklich, das war auch die Zeit, in der Jesus zurück zum Vater gegangen und wo die Christen sich versammelt haben und immer darauf gewartet haben, dass er jetzt den schickt, den er versprochen hat. Also der, der soll mit ihnen zusammen sein, sie trösten über den Verlust, sage ich jetzt mal. Und dann sind sie immer miteinander in Räumen gewesen, sie haben gebetet miteinander und darauf gewartet, dass das passiert. Und dann ist das sogenannte Pfingsterlebnis passiert, wo wirklich Gottes übernatürliche Kraft in sie ist reingekommen. Wo sie sogar gesehen haben, optisch gehört haben, mit einem Rausch oder mit diesen Feuerflammen. Und dann ist wirklich etwas passiert. Also die sind so bewegt worden von dem, dass Frauen und Männer an diesem Tag raus sind auf die Strasse und einfach das Bedürfnis hatten, dass alle Welt das erfährt, alle Welt das mitbekommt, wer Jesus war, was er gemacht hat. Und dort ist wirklich das bestätigt worden, dass das, was schon in den Propheten ist angesagt wurde, dass Gott wird seinen Heiligen Geist ausgießen über Männer und Frauen und dass sie Seite an Seite werden miteinander für ihn da stehen und das Evangelium weitergeben. Pfingsten ist der Geburtstag der Kirche, sagt man so landläufig. Ist jetzt aber 2000 Jahre schon her. Was bedeutet für Sie Pfingsten heute? Es ist für mich so wie eine Sehnsucht, zurückzugehen dort hin. Also klar kann man das Rad der Zeit nicht zurückdrehen, aber es ist so viel dort, wo mich in meinem Herz bewegt, wo ich mir wie wünsche, dass wir dort wieder hinkommen könnten. Ich denke, so über die Jahrhunderte sind wir so verkopft worden. Verkopft? So intellektuell irgendwo, sagen nur. Es geht uns so viel darum, alles richtig zu sehen, auch die richtige Lehre ist so wichtig geworden, so zentral und wehe, es weicht jemand ab. Und irgendwo das, was ich am Pfingsten, was mich berührt, das ist
das Feuer, das dort war. Und ich glaube, auch die Redewendung Feuer und Flamme für etwas, ich glaube, das geht wirklich auf das zurück. Also, da kommt ein bisschen Leidenschaft, Leidenschaft spürt man da, oder? Genau. Und da denke ich manchmal, das ist ja auch das, die biblische Botschaft, die spricht immer zuerst unser Herz an und auch die Liebe, die wir untereinander haben sollen. Und dort macht es mich manchmal traurig, wenn es dann einfach darum geht, irgendwo einen den Kopf einzuschlagen wegen Sachen und irgendwo die Leidenschaft nicht mehr da ist. Ich wünsche, ich träume davon, dass wir wieder so bewegt werden, auch von Gottes Kraft, dass wirklich Menschen mit dem in Berührung kommen und merken, das ist nicht etwas, das man einfach abstreiten kann, das man vernötigen kann. Das ist etwas, das man wirklich erleben muss. Und dann kann so etwas aufbrechen wie an den Pfingsten. Wie könnte denn das passieren, wenn man jetzt so in einem verkopften Umfeld sich bewegt oder vielleicht selber sich auch manchmal als verkopft vorkommt und das Gefühl hat, oh, ich will schon noch ein bisschen mehr Begeisterung ausstrahlen. Wie kann ein Mensch zu einem begeisterten Christ werden, zu einem begeisterten Mann oder begeisterten Frau, die an Gott glaubt? Das fängt bei mir ganz selber an. Also ich merke, das ist etwas, das ich immer wieder im Gespräch auch mit Jesus muss wirklich ihm hinlegen. Und manchmal merke ich das ja selber, dass mir die Begeisterung auch plötzlich verloren geht oder ein Frust da ist über etwas. Und dann bitte ich ihn immer wieder, dass er mir wieder zeigt, wer er ist. Dass er mir die Augen auftut für seine Realität, für seine Grösse und dass ich seine Kraft erleben kann. Und wenn das bei mir anfängt, dann spüre manchmal, ich hoffe, dass Menschen auch in meinem Umfeld etwas von dem und fragen, was ist das? Und dann kann ich sagen, das ist nicht von mir, das ist wirklich Gottes Kraft. Und so wünsche ich mir, dass Christsein nicht auch wahrgenommen wird als etwas, wo Menschen abschreckt oder etwas Ödes oder Langweiliges oder Stur, sondern etwas, wo wirklich Begeisterung weckt und auch eine Sehnsucht in den Menschen anspricht, wo man merkt, dass können Menschen menschliche Sachen nicht füllen. Ich habe Sie vorhin gefragt, was Sie an der Juliane Krüdener fasziniert. Sagen Sie uns zum Schluss doch, was fasziniert Sie an Jesus Christus? Was tut das Feuer von der Leidenschaft in Ihrem Herz immer wieder anfachen? Mich fasziniert, dass er sein Leben für mich gegeben hat, dass er so einen Weg gegangen ist. Mich fasziniert, dass sich der lebendige Gott für mein Leben interessiert. Dass er sich nicht schade ist, in mein Leben hineinzuschauen und dass er einen Plan hat für jeden einzelnen Menschen. Dass er mit so viel Liebe jeder Mensch schafft und ihm aus ganz bestimmten Gründen bestimmte Sachen ins Leben mitgibt. Und dass er nachher nicht den Menschen nur auf die Erde stellt, sondern mit ihm den Weg geht, wenn er wirklich Beziehung mit ihm lebt. Und ich erlebe das und ich darf Jesus erleben und seine Kraft. Und das ist etwas, was mich wirklich immer wieder begeistert und sehr bewegt auch. Das spürt man, dass Sie von dem begeistert sind, was Sie machen und was Sie sagen und glauben. Danke vielmals, Frau Sommer, dass Sie uns Anteil gegeben haben an Ihrem Weg. Ich wünsche Ihnen viel Energie für Ihre Familie, für Ihre Kinder und natürlich auch für Ihre Doktorarbeit. Danke. Und den schönen Strauss, der da ist, dürfen Sie nachher gerne mitnehmen. Wow, danke als Geschenk vielmals für den Muttertag. Danke alles Gute vielmals. Weiterhin.